Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 13. So, der Obermob da oben, den will ich besiegen. Können wir uns an den anschleichen? Nein, können wir garantiert nicht. Naja, man hat es ja mal versuchen können. So, erstmal auf den kleinen. Dann kümmern wir uns um den Rest. Also was heißt den Rest, um den Großen? Das ist irgendein Polizeimotorrad oder sowas. Was steht da? KG Stork oder ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendein fliegendes etwas. Oh, Venegal, die hat es schon derbe erwischt. So, ich will ihn schnellstmöglich in den Schock kriegen. Na komm schon. Ja, er ist in den Schock. So, dann gehen wir auf Blitzangriff. Und hauen drauf. Haben wir da auch Infos? Ja, aber nicht alle. Konzentrierte Attacken sind wirkungsvoll. Jawohl, das war's. So. Und 4 Sterne nur. Und ein Vitalisator. Ja gut, der ist super. Den nehmen wir gerne mit. So, wo müssen wir? In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Da lang. Also dem Speicherpunkt hinterher und ein Stück weiter. Hallo Vinyl. Ach, und gleich eine Filmsequenz. I wonder what it'd be like to become a crystal, I mean. You're gonna complete your focus? Maybe. If I knew what it was. Yeah, I probably don't want to know. Hey, Lightning. Did Sarah say anything to you about her focus? Nothing. You know what? She probably didn't want to worry you. Or she just didn't think she could trust me. Oh. Okay. So viel dazu. Ah, ich guck da mal unten ein bisschen runter. Ah. Hallöchen! Na, ihr auch hier? Hä? War ich das jetzt? Dass wir wissen alles über die. Also der Analysator, war ich das gerade? Oh, die laden beide eine derbe Attacke auf. Oh, und das war Saas. Komm, Vinyl, den machen wir alleine platt. Eine Wachdrohne ist das. Und das war eine Wachdrohne. So, 5 Sterne, Kristallpunkte 30.
und Paraffinöl einmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir laufen diesen roten Kristallen oder diesen orange schimmernden Kristallen hinterher. Oh, eine Kiste. Wäre ich fast dran vorbeigelaufen. 30 Gil. Na, klasse. Ich glaube, ich hatte schon mal Kisten, da waren 250 drin. Aber man soll ja nicht meckern. Gil ist Gil. Wer den Gil nicht ehrt, ist dem, tja. Gute Frage. So, da haben wir noch eine Kiste. Oder Schatzkugel oder sonst irgendwie, wie man das, wie sich die hier schimpfen. Aha. Oh, das sieht ja ganz schön mächtig aus, ne? Schauen wir uns das doch mal näher an. Aber echt schön. So. Einmal Rundumblick. Und weiter geht's. Halt, stopp. Da war doch auch eine Truhe oder sowas. Nee, ein Speicherpunkt. Den sieht man nicht auf der Karte. Speichern wir mal schnell. Immer den letzten. Die verschieben sich immer so, dass der mit der längsten Spielzeit vorne ist und der mit der kürzesten hinten. Die sortieren sich quasi selber. Gut, da kann man nichts mehr machen. Gehen wir hier rauf. Da steht er schon. An der Klasse. Da ist noch eine Kiste. Kommen wir da durch? Nein, natürlich nicht. So. 600 Gil, sag ich doch. Da gibt es ganz andere Truhen. So, jetzt versuche ich mich mal von hinten reinzuschleichen und es klappt. Super, Präventivschlag haben wir sicher, glaube ich. Das ist nämlich nicht immer so sicher. So, einen Schock haben wir. Wissen wir eigentlich genug über ihn? Führt mächtige psychische Angriffe aus. Resistent gegen Magieangriffe. Was haben wir denn? Blitzangriff, ne? Ja, wir haben zwei Verheerer dabei. Ist ein bisschen blöd dann. Na gut, der ist schon halb runter, also. Lightning setzt ihn ganz schön zu. Ach komm. Der eine Schlag. Da kann ich den ATB-Balken auch abbrechen, den letzten. So, Gegenstände gibt's keine. Aber weiter geht es. So, da haben wir Wachdrohnen. Ach, Mist. Das hat nicht geklappt. So, drei Wachdrohnen und ein, was haben wir da? Auf jeden Fall ein Soldaten. Ein Psycho, irgendwas. Boah, Psycom. Auf Saas müssen wir wieder aufpassen. Der ist schon wieder am Schwächeln. Ich glaube, ich setze mal, hau mal einen Heiltrank rein. Und die grüne Welle. Grüne was? Grüne Front, meine ich natürlich. So, und jetzt gehen wir mal auf Verheerer. Da habe ich nämlich das Gefühl, das wirkt am besten auf diese Drohnen, ja genau. Wie wir sie niedermachen. So. Feldjäger. Der ist auch schnell beseitigt. So, und damit haben wir wieder 5 Sterne. 37 Kristallpunkte.
Ich glaube, einen Metapunkt haben wir auch gekriegt. Digitalschaltkreis, Paraffinöl und Heiltrank. Ja, die haben richtig was dagelassen. So. Perfektes Versteck für eine Truhe? Leider nicht. Doch, da hinten. Digitalschaltkreis. Ah, hier ist alles voll mit diesen orangen Kristallen. Sogar die Flammen sind kristallisiert, sagt er. Das sind also keine, einfach nicht nur orange Kristalle, das sind Flammen. Coole Sache. Flammen, kristallisierte Flammen. Wie gesagt, hätte ich gerne als Tischleuchte oder sowas. Sieht bestimmt fett aus. Ah. Gut, dass wir da nicht einfach runtergesprungen sind, dann hätten wir die nämlich verpasst. Wieder Komponenten, so. Ja, dann hauen wir mal rein. Ach schade, ich dachte, den können wir überraschen. Naja, klappt nicht immer. Au. Erstmal die Kleinen hier beseitigen. So, und jetzt den Großen hier. Über den wissen wir auch noch nichts. Dann hau ich mal einen Analysator rein. Nicht Fähigkeiten, Analysator. Danach gehen wir auf grüne Front. So. Okay, aber viel Wissen tun wir trotzdem nicht. Also viel Schwächen hat er keine. Eigentlich gar keine. Nur ein Vorteil. Weil der ist aber im Schock. Aber halt kein guter Schock. So, deswegen gehen wir jetzt direkt mal auf Verheerer. So, er ist im Schock. Blitzangriff. Und draufkloppen. Jawohl, geht doch. Aber nur 3 Sterne, hat ein bisschen länger gedauert vielleicht. Aber 30 Kristallpunkte und ein Digitalschaltkreis. Nehmen wir alles mit. Bleibt uns auch keine andere Wahl. So, was gibt's denn noch hier? Warum ist eigentlich mein... Ach da, meine Minimap weg. Die ist manchmal ganz vom Vorteil. Da hinten läuft einer. Nee, das sind meine Kollegen, die da hinten laufen. Da könnte auch noch eine Truhe versteckt sein, aber da kommen wir, glaube ich, nicht lang, ne? Doch, kommen wir wohl. Hier bestimmt, oder? Ne, gar nichts. Hätte ja sein können. So, den werde ich gern von hinten überraschen. Ah, klappt nicht. Huh. Kann ich flüchten? Nein, kann ich nicht. Die sind einfach zu fix hinter mir her. Aua. Okay, erstmal grüne Front. Bevor es Likeling gleich dahin rafft. So, und auf Verheerer. Und wieder auf den Blitzangriff. Oder Blitzschlag, nicht Blitzangriff. Blitzschlag. Und das war's. Erledigt.
Hinter uns explodiert noch schön was. 5 Sterne gibt's. Und 30 Kristallpunkte. Und ein Digitalschaltkreis. Den kennen wir ja schon. So, da stehen die anderen beiden. Aber ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen hier. Da, ach, siehst du? Siehst du? Hätten wir diese Kiste verpasst. Blitzring, was? Anlegen. Blitzresistenz. Na, können wir uns mal überlegen, wenn wir mal einen schweren Gegner haben, der uns mit Blitzen fertig macht, dass wir den anlegen. Aber sonst haben wir nichts hier. War da noch ein bisschen? Da vielleicht? Hier so? Ne? Nein? Alles klar. Dann geht's weiter. Vinyl und Sars warten schon. Hier kann ich zum Beispiel auch nicht hin. Hier ist eine unsichtbare Wand. Falls sich Leute wundern, dass ich auf der Stelle laufe. So, da haben wir eine Kiste. Da geht es dann gleich hoch anscheinend. So, 3 Heiltränke. Das heißt immer, dass es gleich bestimmt einen Kampf gibt. Aber... erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Migi D. Macht's gut. Ciao.